Ja, hallo zusammen. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, sind wir in der Sächsischen Schweiz angekommen. Wir heißt der Marvin und meine Wenigkeit. Wir stehen jetzt hier in Bad Schandau, schon seit heute Morgen, so gegen 10, 11, glaube ich. Ja, jetzt gleich geht die Sonne wohl unter und wir haben nicht ganz viel gemacht, weil wir uns beide irgendwie nicht wohlfühlen. Deswegen auch jetzt die ersten Aufnahmen. Und dann schauen wir morgen mal weiter. Ich hoffe, ihr schaut euch das Ganze wieder an. Es werden wahrscheinlich mehrere Videos hier in der Sächsischen Schweiz werden, weil es ja doch einiges zu sehen gibt. Also, wenn ihr Spaß habt, bleibt dran. So, guten Morgen, 5.30 Uhr. Der Tag beginnt. Ist das nicht eine herrliche Aussicht? Wir werden jetzt erstmal frühstücken. Und dann geht's los. So, wir haben jetzt Bad Schandau verlassen und sind schon in Höhe Postelwitz und auf dem Weg zum Schrammtor. Das soll so die erste Tagestour sein. Ist nur eine Stunde ungefähr laut Schild, bis wir da sind. Und zwar in die Richtung, was man dort oben links so leicht sieht. Da beginnen auch die Schrammsteine. Und das ist jetzt, wie gesagt, das erste Ziel. Es ist schön, wir haben rund 20 Grad und genießen es schon. Noch mehr, wenn wir hier erstmal von der Straße weg sind. So, jetzt verlassen wir hier die Hauptstraße und gehen schön hoch. Und hier geht es deutlich hoch. Richtung Schrammstein oder Schrammtor, genau, was aber auch bei den Schrammsteinen liegt. Hier ist so eine Karte, und da gehen wir jetzt zuerst hin und dann schauen wir, wie es zeitlich passt und wie fit wir sind, weil es uns ja gestern beiden nicht so gut ging, so erkältungstechnisch, und das merkt man beim Laufen halt auch. Aber genug gequatscht, jetzt geht's weiter. Nur um euch mal kurz diese Steigung zu demonstrieren, stelle ich die Kamera mal auf den Boden. Das ist schon nicht schlecht. Wenn ich sie gerade halten würde, sähe es ungefähr so aus. Ja, und jetzt hier auf dem Weg hoch ist die Quelle Zahnsborn mit so einem kleinen Kneippbecken. Vielleicht können wir das auf dem Rückweg nutzen, um die Füße zu kühlen. So, erste Pause an der Schrammsteinbude, um einen kräftigen Schluck zu nehmen aus unseren Wasserflaschen. Sind jetzt eine gute Stunde unterwegs. So, wir gehen jetzt gerade unseren Weg hier hoch. Da geht es links ab zum Zischädelweg. Zischelweg oder sowas. Und da sind oben diese Formationen. Wir gehen jetzt nicht rein, aber schon beeindruckend. So, ich habe mir fest vorgenommen, diese Videos kürzer zu machen. Wird aber wahrscheinlich nichts. Beeindruckend. Viel mehr kann ich da gar nicht groß zu sagen, wenn man so diese Felsen hier sieht, die einfach schon am Weg sind. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall nicht ohne Wanderkarte loszugehen, weil manchmal ist es sinnvoll, dass man mal einen Blick riskieren kann, weil schon viele Wege, glaube ich, ja, so Trampelpfade sind, wo man sich dann auch mal irreleiten lässt. Ansonsten ist es aber gut ausgeschildert. Und auch immer definitiv viel zu sehen. Ohne Worte. Also wir gehen hier gerade so ein bisschen steiler hoch. Da kommt man hier an so einen Vorsprung, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und da ist eingemeißelt 1919 FKBEK. Muss man vielleicht gleich mal lesen, was das ist. Und hier ist ja so ein Felsrutsch hängen geblieben. Aber klasse Felsspalte. Das war einmal der Schwenk. So 180 Grad. Das ist einfach so beeindruckend. Und man weiß ja gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Weil letztendlich auf
allen Seiten was zu sehen ist. Hier erwartet man doch fast, dass an der nächsten Ecke ein Dinosaurier steht und einen angrinst. So ursprünglich wirkt das. So Leute, erster Punkt mit Aussicht. Also das müsste der hohe Torstein sein. Aber da wir ja unsere Wanderkarte zu Hause vergessen haben und jetzt hier nur so eine recht einfache gekauft haben, was ich jetzt schon bereue, aber demnach müsste es hoher Torstein sein. Die ist halt topografisch nicht so gut. Nach erneutem Studieren der Karte ist mir aufgefallen, dass das der Falkenstein ist. Ich habe die Karte in die falsche Richtung ausgerichtet. Also Falkenstein, nicht hoher Torstein. So, wir haben uns jetzt noch entschieden, in Richtung Falkenstein zu gehen. Und das Herzrasen kommt nicht nur von der Begeisterung, aber man sieht dort schon so ein bisschen Horizont und da möchte man gerne hin. So, dort bin ich jetzt gerade hochgekommen. Der Marvin ist auch gerade auf dem Weg. Er hat mal ein Bild von mir gemacht für die Daheimgebliebenen. Und hier ist die Aussicht für die nächste Tour. Heute machen wir ja nur erstmal hier diesen Falkenstein, weil wir nicht genau wussten, wie fit wir sind und es reicht erstmal. Dann sind wir Mittag zurück am Bulli und können dort schön essen und danach sehen wir weiter. Wir haben jetzt auch Parkplätze entdeckt, wo wir dann ganztägig stehen können, ohne zu zahlen. Deswegen werden wir dann nochmal umparken. Aber alleine diese Aussicht hier hat sich doch schon gelohnt. Und das ist eine Stille. Man könnte meinen, man ist irgendwo, weiß ich nicht, in den Pyrenäen oder sonst wo. So, und hier geht es jetzt wieder runter Richtung Schrammstein-Baude. Hoffen wir. Also für den Rückweg haben wir uns jetzt die Wege rausgesucht mit dem schwarzen Pfeil, die auch die Aufstiege sind für die Kletterstiege, wo man dann Ausrüstung mitnehmen sollte. Aber bis jetzt ist das noch so machbar. Ich zeige euch gleich mal den Pfeil. Diese Pfeile meinte ich. Also hier die Wege werden nicht ganz so oft genutzt, glaube ich. Die sind schon recht zugewachsen teilweise. Aber trotzdem gut machbar. Gerade sind so 20 Meter vor uns zwei Rehe aufgeschreckt. Aber wir haben uns, glaube ich, mehr erschrocken als die beiden. Naja, was ich euch noch sagen wollte, wir hatten ja ursprünglich vorgehabt, zu diesem Schrammtor zu gehen. Aber aufgrund unserer detaillierten Karte haben wir irgendwo einen Abzweig falsch genommen und waren jetzt an diesem Falkenstein. Und somit war das dann die Falkenstein-Tour und nicht die Schrammtor-Tour. Aber die wird wahrscheinlich auch noch folgen, weil beeindruckend ist es hier überall. Aber jetzt muss ich die Kamera mal weglegen, weil jetzt wird es ein bisschen matschig. Hier auch wieder so schön, wie die einzelnen Felsblöcke im Grunde, ja, so, als wenn sie einzeln aufeinander liegen würden. Tun sie nicht, ist schon klar, aber klasse. Und eine weitere Schönheit am Wegesrand. Ja, wir sind jetzt durch, sind an der Hauptstraße angekommen, die jetzt wieder Richtung Postelwitz und Schandau geht, Bad Schandau. Und jetzt kommt gerade ein Auto, weil wir ja schon an der Hauptstraße stehen. Kleinen Moment. Und die Tour war aber klasse. Wir sind dann insgesamt, bis wir am Fahrzeug sind, so 5 Stunden unterwegs, haben wir gerade geschätzt. Das war es definitiv wert für die erste kleine Tour hier. So, ja, für den Anfang. Marvin, wie hat es dir gefallen? War super, hat Spaß gemacht. Irgendwas Besonderes? Also ich fand es gut, wo wir dann auf diesem Falkenstein so halb drauf geklettert sind. Ja, da hat man einen großen Ausblick. Das ist am schönsten, glaube ich, gewesen. Ja, ne? Ja, bei den Wegen hat man immer wieder was gesehen, aber oben hat man halt alles gesehen. Ja. Also, uns gefiel's gut. Wir werden wahrscheinlich hier die nächste Tour starten Richtung Schrammsteine oder Beutenfall. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Also, macht's gut. Euer Markus und Marvin. Yeah. Marvin war auch voll begeistert. Ciao.